Damit herzlich willkommen zurück zum großen Sterben. Ich begrüße euch recht herzlich zum Elden Ring Koop Let's Play. Oh, schaut's euch an. Die zwei Ritter der Tafelrundfeste. Wir sind das letzte Mal beim Fetten hängen geblieben. Wie nennen wir den? Fatty McFatFat? Ist so ein Klassiker von mir. Fatty McFatFat? Ja, kennt man noch aus meinen alten Streams auch. Warte mal, haben wir noch Debuffs? Gucken wir doch gerade schnell bitte. Ja. Nee. Du hast keinen? Ich glaube ich schon. Wo waren die nochmal bei Schlüssel-Items, Digga? Wo waren die denn? Frage. Aber sieht nicht so aus, ne? Nee, es sieht nicht verdiebhaft aus. Ja, das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Aber wir gehen rein, oder? Klar. Gut, also es wird vom Debuffen zum Buffen. Ich versuche einhändig reinzugehen, Sven. Ich versuche mal ein bisschen mit dem Quallenschild zu spielen. Ja, ja. So, an die zwei Chats, an meinen YouTube und meinen Twitch-Chat. Auf jeden Fall bitte. Ah, fuck, warte. Bitte ich euch. Habe ich jetzt eine Fatroll? Nee. Ich hab mich falsch gedebufft. Oh, falsch gebufft. Shit. Okay. Here we go. Falls der Sound irgendwie falsch ist oder so, schreibt mir das gerne. Boah, ist das ein Sack. Guck dir den Penner mal an. Du fette Sau, du. Ah! Gut, aber gerade war ein Bug, der hat gerade Schaden und dann war. Hä? Hast du wieder Top God Gamer Moment, wo du unendlich Ausdauer hast? Ne, der macht bei mir macht den Schaden, aber man sieht den Schaden nicht. Ah. Die Lebensleiste ist bei mir immer noch voll. Das hat mit dem Item zu tun, aber ich glaube, da muss ich verbinden. In Range. Ich hasse den. Wie viel Leben hat er jetzt bei dir noch? Und bei mir ist der immer noch ganz voll. Fast voll bei mir. Okay. Ich muss, glaube ich, gleich den Sound sowieso leiser machen. Ich glaube, der ist viel lauter als wir. Der kriegt bei mir keinen Schaden. Das ist irgendwie... Boah. Goddammit. Nicht, dass dieses Item wirklich irgendwas macht und ich da Scheiße gemacht habe jetzt. Welchem Item spürst du? Bleib mal gerade weg. Bleib mal weg. Ja. Vielleicht hast du jetzt nur Anzeige gepackt. Nee. Also da steht... Nee, doch. Du machst 500 Damage. Das wird ihm auch abgezogen. Ja. Der hat nur arschviel Leben. Ja, aber bei mir ist das Ding noch ganz voll. Du siehst immer abgezogen und dann immer wieder da. Ja. Nee, der hat jetzt ungefähr ein Viertel verloren. Was ungut ist. Er ist ja nicht mal Phase 2, ich habe nur noch zwei Tränke. Ich muss gleich mal gucken, ob ich, wenn ich rausgehe und nochmal reingehe, ob das was weg ist. Weil nicht, dass dieses Item dauernd ausgemacht hat. Ich habe dieses komische Buch genutzt, wo du irgendwelche Regeln ändern kannst. Ich weiß halt nicht, was das ist. Ah, wahrscheinlich war es das sogar. Ja. Kannst du gleich deine Welt nochmal zumachen und aufmachen und dann gucken wir mal, was passiert. Genau. Er ist Stagger Renault. So, zweite Phase. Viel Spaß mit Rock'n'Roller. Fetten Roller. Ja, bleib genau da. Also nicht du, sondern der Fette. Der rollt nochmal. Nee, der macht. Boah, Alter. Das passiert, wenn Sumo-Ringer sich auf den Arsch fallen lassen. Boah, Alter. Ich hab nichts gegen Fette gesagt. Ich muss, Elden. Ah, Jesus. So, mach mir jetzt mal, schließ mal deine Welt nochmal. Dann
mache ich mir mal ein Gönnergy auf. Oh, ein Gönnergy. Ich mache eine schöne Cola auf. Ein Gönnergy. Da wird sich gönnert. So, ja, ich schließe und öffne oder soll ich die Welt einfach offen lassen? Nee, mach zu. Okay. Machen wir das schnell. Dann gehst du mal einmal an Gnade und dann komme ich schon wieder. So. An die Chats. Wie ist das jetzt mit dem Game Sound und mit unserem Sprechen? Also nicht nur ich, sondern auch Stampers. Ist das gut so? Oder müssen wir da noch was machen? Ich mache die Welt. Ich gehe immer zuerst in die Ausrüstung, ne? Nie ins Inventar als erstes. Ich habe dir die Welt wieder aufgemacht. Oh. Also, mein Call ist, welche Sorte gönnt sich dein Kollege Stampers? Welche Gönnergy-Sorte? Na, wie immer, weiße Popo. Weiße Peach Popo. So, let's go. Diesmal benutze ich das scheiß Item. Sounds von euch beiden auf YouTube ist glasklar. Auch lauter als der Game Sound. Das ist jetzt. Das. Wie ich hast verschluckt, du Gierschlund. Nee, ich bin krank. Geh mal noch. Ich habe heute übrigens Content Watch gemacht für neue Kalle Shorts, ne? Und da ist ein Short, der war so richtig geil. Da musste ich auch an dich denken. Da habe ich dann zu einem Jungen gesagt, oh nee, nicht, dass du Corona hast, ne? Und der dann so, naja, Corona gibt's nicht mehr, das war 2020. Geil, ey. Das war so geil. Ach, ich bin so dumm. Ich bin, oh Gott. Hat sich wieder falsch gebufft. Ich bin so selten dämlich. Wäre ich? Nee. Ja, oder warum? Nee. Ich habe eben extra noch den Dolch ausgerüstet, um goldenen Schuh zu machen, weil ich auf den Dolch goldenen Schuh gemacht habe. So. Wer benutzt die Waffe, deren natürliche Kriegsasche goldener Schuh ist? Geht immer noch nicht. Echt? Vielleicht hast du den. Komisch, ist aber so viel Schaden, wie ich in meinem Ding hier mache. Müsste eigentlich schon viel mehr weg sein, ey. Das ist schon immer so ein großes Stück, ey. Wie ist das eigentlich mit diesem Hader-Seamless-Koop? Muss man das eigentlich nicht neu machen, wenn wir hier den Koop dauernd aktualisieren? Nee, der ist glaube ich noch drin. Weil der ist ja noch genauso schwer wie das letzte Mal. Ja, aber beim letzten Mal haben wir schon aktualisiert, damit da irgendwo ein Fehler drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Datei. Was war denn das für eine Datei von dem Hader-Seamless-Koop? Oh, das war irgendein DLL, oder? Ich meine, dass die weg ist, nachdem ich hier meine Dings rausgemacht habe. Meine, Alter, dass er durch diese Säule schlägt, ist doch wieder so eine gigantische Frechheit. Ich bitte dich, ey. Ist das ein Sackbärt, ey, wirklich. So, ich brauche auf jeden Fall den Dolch, wo ich den goldenen Schwur drauf gemacht habe, nicht in meinem Inventar haben. Ich habe die goldene Hellebarde. Die heißt Goldener Schwur mit Zweitnamen. War das nur die eine Datei, die man da rein kopieren musste? Ja. Die Regulation Bin. Ja.
Die müsste doch noch da sein, oder? Ja, die ist drin, ja. Das fühlt sich halt auch noch genauso schwer an, davon mal abgesehen. Ich glaube, in Vanilla hätten wir den nämlich jetzt schon gelegt. Ich verstehe nicht, was das hier ein soll. Also, bei mir sieht man den Schaden, den du machst. Lass mal nochmal einen Gegner killen. Okay. Ja. Na, direkt wieder voll, das Leben. Ja, aber... Lass mich immer töten. Ja. Mach's dem Schaden, also ich sehe das. Ich glaube, du musst einfach dein Spiel wieder neu starten. Wie viel hat er denn jetzt noch? Drittel. Ah, jetzt mache ich den Schaden auf einmal. Hä? Okay, das ist wirklich Sinn. Also bei mir machst du die ganze Zeit Schaden. Es wird auch normal animiert. Chat kann bestätigen. Okay, ich bin runtergeschmissen worden. Ja, aber guck. Ich hab den jetzt gewonnen-hittet. Das hätte ich ja nie, wenn du dem vorher keinen Schaden gemacht hättest. Der kriegt den Schaden erst, nachdem ich eine relativ große Menge an Schaden gemacht habe. Nee, der wird dir erst angezeigt, wenn du den gemacht ja. hast. Ja. Warte mal, das ist jetzt ein Köder. Komm mal her. Ja, das ist halt das, was ich komisch finde. Ich mach den mit einem Schlag halb kaputt und mach zwei Schläge, aber trotzdem ist er nicht tot. Und dann, es ist so, als hätte der, Als wäre ein Delay. Hey, mein Spieler gerade geklitscht. Nee, als hätte der Leben, was sich immer wieder auffüllt. Du siehst das Leben weggehen und es ist direkt wieder voll. Okay, ist das komisch. Warte, ich geh mal ganz raus. Das hier ist doch kacke. Ja, will ich. Ich versuche währenddessen mal hier so einen Schlangenmenschen zu soloen. Oh. Ich weiß ja noch nicht, was dieses Scheißbuch da bewirkt. Ich hab mal gegoogelt, aber find nichts. Oh, Jesus. Die Hellebarde ist schon sehr stark, ne? Wenn man sich das kurz anguckt. Ich habe jetzt auch mittlerweile sehr viel Ausdauer. Das heißt, ich kann auch einige Schläge hintereinander reinknüppeln. Haben wir hier noch irgendwen, den ich wegboxen kann? Ja. Nö, danke. Ist jetzt nicht los. Fünf Schläge für so einen Zombo, ey. Nee, ich bin nicht am Stream, kannst du schon hinkommen. Ekelhaft. Was? Ich hab. Ja, der Max streamt, aber ich bin immer noch krank und hab keinen Bock, ich sehe aus wie Scheiße vor der Cam und. Tatsächlich habe ich auch keinen Bock, dass nachher irgendjemand mir was vorwerfen will, von wegen, du warst jetzt zwei Wochen krank, aber du kannst in deinem Computer sitzen, oder was, ne? Das stimmt. Ja, ja. Das machen jetzt nur die Leute, die im Mainstream gehen. Da mir halt auch ein paar Leute von der Arbeit folgen, ist das halt auch ein bisschen blöd. Ja, den... Ich meine, ich verstehe jetzt nicht, was an Zocken daheim schlimm sein soll, aber, ja, gut. Schön gesagt. Also, dein letztes Argument war das Beste eigentlich. Hm. Bianca hat übrigens eben, als ich gesagt habe, ich stream mit Max gesagt, wenn ihr Pokémon spielen wollt, sagt Bescheid! Sagen wir mal so, ich habe mit Bianca die Diskussion gehabt vor einem Tag, zwei. Schleim. Ich setze mich schon mal kurz an. Ich kann nicht irgendwo verstehen, dass die Leute sagen, du kannst nicht arbeiten, aber kannst streamen. Irgendwo kann ich nachvollziehen. Ja. Aber irgendwo auch gar nicht, weil jetzt muss man dazu sagen, hast du ja nochmal einen anderen Job als ich. So, jetzt könnte man natürlich als Idiot hingehen und könnte sagen, gut, der Beagle kann jetzt, ob er jetzt vor daheim vom PC sitzt und zockt, könnte auch im Homeoffice daheim vom PC sitzen und arbeiten. True. Bei mir, ich muss körperlich schaffen, ich muss auf den Kran klettern, ich muss Leitern klettern, ich muss Kräne bedienen, ich muss so einen Scheiß machen. Geht das nicht? Ja, so, könnte richtig. Man jetzt als Idiot sagen. So, was auch irgendwo nicht ganz verkehrt ist, aber meiner Meinung nach auch nicht ganz richtig. Weil, ob du jetzt Kräne bedienst oder am PC sitzt, macht meiner Meinung nach keinen Unterschied.
weil du bist auf der Arbeit und du musst es machen. Zocken kannst du. Und wenn du noch 2 Stunden sagst, ich bin jetzt kaputt, ich habe keine Nerven mehr, dann lässt es halt einfach bleiben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, man kann sowas schon besser kontrollieren. Oh, diese Sau. Schön. Oh. Ich hab gefettfingert. Im Übrigen mache ich zweihändig viel mehr Damage als einhändig. Selbst mit dem Quallenschild. Oh, what? Nein! Du machst einhändig mehr Damage. Nein. Zweihändig viel mehr. Ich dachte, ich mache einhändig vielleicht mehr wegen Dings. Wegen Quallenschild. Das bufft ja auch nochmal einen Angriff. Oh, Gottes Willen! Guck ihn dir an, ich krieg ne Gänsehaut, du! Oh, aber der ist absolut machbar. Boah, den Schwabbel mit seinen Schwabbelflammen, ey! Jesus! Gnade, 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 Gnade! Schwabbel, die Schwabbel! Boah, Jesus. Boah. Der geht mir auf die Eier, ne? Wenn wir jetzt noch 3-mal gestorben sind, dann setze ich mich aufrecht hin und spiele anständig und dann. Und dann ist er weg. Das ist der typische Gamer-Mode, ne? Ja, aber kennst du das, wenn du das so dich selber dabei erwischst, wie du dann auf einmal denkst, dann setzt du dich anders hin und denkst dir so und jetzt reicht's. Junge, ich wochenlang war ich in der FIFA-Sucht, das ist immer so. Ich kann FIFA auch nicht zurückgelehnt spielen. Warte, ich guck mal gerade, was ich hier noch so. Wir müssen uns eh beide hinsetzen, sonst kriegen wir nämlich wieder diese Debuffs. Ja. Und damit kannst du es komplett vergessen, mit weniger Damage oder sonst was. Ich weigere mich aber, dass wir den anders nicht. Also wir schaffen den auch so. 100%. Wir müssen da jetzt vielleicht ein bisschen mit Strategie dran, so. Von wegen, ich schlag den einmal an, dann schlägst du den einmal an, weißt du? Licht ein bisschen heller, weil da wirkt es allgemein ein bisschen freundlicher in dem Zimmer. Geil, ne? Das ist übrigens die gleiche Streamkamera und ich habe die ihm nicht nachgekauft, die dein Bruder auch hat. Ach, okay. Das ist quasi nur der große Bruder von der, der du hast, weil die habe ich ja auch hier. Ich würde jetzt sagen, ich sag dir, was ich dem zum Geburtstag gekauft habe, aber vielleicht guckt er ja zu, der Pan. Ja, stimmt. Wäre nicht so gut. Das wäre ein witziger Spoiler. Warte, meines Stream als erstes. Boah, ich weiß nicht, was ich noch für ein Talisman ausrüsten soll, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann da auch nicht sagen. Ich habe halt auch keiner, der irgendwas bringt, davon abgesehen. Ich hätte halt noch Scherbe des von Alexander. Aber ich habe keine Waffe, die sowas macht, weißt du? Na ja, klar. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre... Ich bin im Zauberstab echt... Willst du mich verarschen? Was? Ich habe echt wegen dem Zauberstab jetzt eine Fatroll, Alter. Geil. Das ist schlimm, ich kann vor dem Dings, kann ich das Dings nochmal rausnehmen. Ich will nur mal gerade gucken. Ah, das geht nämlich gar nicht, habe ich mir gedacht, scheiße. Hier, Leute, und da oben den Stein. Darum machen wir das überhaupt, ne? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir die ganze Zeit in diesen Bossraum rennen und uns komplett Volley nehmen lassen. Das da oben ist ein 7er Dunkelschmiedestein. Und den brauchen wir. Ja gut, aber meinst du in der Stadt wären wir jetzt besser dran, in der Hauptstadt? Lendl auf gar keinen Fall. Siofra ist mein nächstes Ziel. Deswegen. Siofra ist das nächste Ziel und dann den fetten Elch wegknallen.
So. Ich habe jetzt auch mal noch eine witzige Idee. Eine witzige Idee weiß ich noch nicht, aber ich probiere es mal auf jeden Fall aus. Hast gesehen, ich bewerfe sie mit Steinen. Ja, ich habe ihn mit Zauber beschossen, aber das kannst du einfach halt vergessen. Nee, macht gar nichts. Das ist so crazy. Boah, jetzt hör mal auf den Fettwanz, ey, wirklich. Das Problem ist, ich mache halt eigentlich schon ziemlich Schaden. So ist das ja nicht. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir machen das jetzt gleich. Wir greifen den an und immer wenn er dann die, den Fokus auf dem anderen hat, hören wir komplett auf anzugreifen und laufen einfach weg. Ja, ich fühle. Oh, okay, jetzt kommt er wieder auf mich. Geil, er hat jetzt genau falsch getroffen. So, jetzt gebe ich dir ein bisschen den Fokus. Achtung, das Todesattacke. Boah, fuck. Der hat eine so große Range, der Pisser. Achtung. Oh, er hat gedreht. Oh, krass, der Bastard. Nein, nein. Oh. Alter, der hat aber auch permanent Attacken. Wenn du in seiner Nähe bist, dann fickt er dich. Sag ich, wie es ist. Ja, gestaggert. Ja, sehr schön. Ja? Du musst nur in seiner Nähe sein. Und dann fängt er schon an, das Fettsau. Aber so ist gut, das ist gut. Wir wechseln uns immer ab. So, der Fokus ein. Dann kommt der andere, schlägt kurz und dann laufen wir beide weg. So, jetzt bleibt da weg, komplett. Das Feuer ist not worth it. This Fettsack's on fire. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache, Harry. Er ist auf mich gefokust. Achtung, zweite Phase. Es passiert. Keep rolling, 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 rolling. What? Rolling, rolling! Warum mache ich mich noch drüber lustig? Ich bin fast gestorben. Ich hab's gesehen. Hat mir mehr viel gefehlt. Ja, Mann. Oh! Ich kann ihn nicht anvisieren. Er ist zu fett. Oh! Komm her, Fatty McFat. Ich hab zu viel Ausdauer für dich. Ich war Cardio machen, ne? Das ist ein Fremdwort für dich. Oh, Big Mac. Oh. Cardio! Schnapp! Hilfe! Hilfe, Mama! Oh, ich wollte ihn staggern, aber jetzt. Ja, Baby. Ich musste kurz, sorry, ich hab ihn geklaut. Ich hab ihn ganz kurz erhascht. Ja. Boah, ich kann die ganze Zeit um ihn rumlaufen. Ich bin so ein krasser. Oh, der greift einfach durch das Ding an, Alter. Ich bin so ein krasser Cardio-Mann. Huah. Meine Superkraft in diesem Videospiel ist Cardio. Nein, 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 nein. Mr. Cardio Mann. Mr. Cardio Mann. Nein. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Oh nein, scheiße. Das war aber ein asozialer Move. Boah, fuck. Der hat mit dem Hand angetäuscht und hat mit dem Schwanz gekloppt, die Sau. Dinge, die du in Pornos und Elfen gleichzeitig sagen kannst. Achso, ich hab jetzt gedacht, die Dinge, die du zu Hause sagen kannst. Mit der Hand angetäuscht und mit dem Schwanz draufgeklebt. Die Sau. Alte Drecksau, die kleine Dreckige.
Ey, das war mal die Strand. Wir hatten sich vorher noch nicht mal gewaschen, der Wichser. So, aber das ist die Strat. Und ich muss auch dabei was viel brüllen. Also, ich, wenn, kann man denn noch für einen Talisman mitholen? Wenn ich schreie, bin ich gut. Verstehst du? Ja, ja. Kardiomann. Die Steine waren es übrigens mal nicht, ne? Ich guck mal grad was. Der Flamme gibt mir Kraft, ist halt auch noch so ein valides Ding. Wollen wir. Ne, wir holen nichts vorher. Wir machen das so plagig, ich fühle mir hier Sinn, ne? Wird das Galb. Ah, warte mal, vielleicht kann ich mal meine Arznei ummischen. Was haben wir denn hier noch? Regeneriert die Hälfte der Gesamt-LP. Wie heißt denn der da? Gottskin Apostel ist der Schmale. Adlige. Wie heißt der da? Der Adlige. Gottskin Nobel. Ja, richtig. Achso, wenn er wirklich gefragt ist, hätte ich ja eher sogar sagen können. Just. Negation or Absorption. Ja, ich kann ja jetzt schon sagen, seine Schwäche ist Pen. Sleep Pots wäre so das Ding. Sleep. Dann Slash. Und ein Wort, was ich tatsächlich noch nie gehört habe. Hemorrhage. Was? Hemorrhage, that is an ailing. Hämorrhoiden. Ja, so würde doch tatsächlich fast geschrieben. Hemor mit E und dann Doppel-R-H-A-G-E. Ah, ich das bin der mächtigste Krieger im ganzen Elden Ring-Universum. Leider habe ich es mit den Hämorrhoiden. Feulnitz. Ah. Aber tatsächlich interessiert mich das jetzt. Ich werde jetzt mal kurz. Wir haben nichts derartiges. Moment. Ja, Hemorrhage heißt das. Oder nennt sich tatsächlich Blutung. Blutung ist es. Da musst du den Uchigatana rausholen. Ja. Da ist die Frage, ob ein plus 2 Uchigatana so gut ist wie ein plus 6 Moonwail. Die Sache ist einfach gemacht. Ich gucke einfach an. Ich mache da jetzt eine neue Asche rein. Also welche nehmen wir denn da am besten? Ja. Blutiger Schnitt. Blutig. Bei blutiger Schnitt musst du echt aufpassen. Das zieht halt von deiner Lebensenergie, ne? Ja, wir gucken jetzt mal, was da passiert. Aber ja, fühle ich. Fühle ich auf jeden Fall. Boah, fuck, Alter, hast du das gesehen? Ja, ich wollte gerade fragen, was du machst. Lass mich in Ruhe, ich wollte gerade hier irgendwie noch Waffe wechseln und gucken und irgendwie habe ich mir dann selber einen gefickt. Wolltest du mal hier wieder Mega-Styler sein, ha? Oh. Auf jeden Fall. So, ich habe auch eine neue Arznei. Jetzt wird R2 gekloppt, mein Freund. Goldener Schwur! Geil. So, Fatty. Ich bin wieder da und ich war noch ein paar Runden laufen im Fußballstadion. Oh, ich hab noch Ding ist dabei. Oh, macht minimal mehr Schaden. Das ist hier mal jetzt normaler Angriff. Oh, verdammt, nein. Ja, fuck. Achtung, er wirft Feuer. Naja, das sind die Hämorrhoiden, ne? Das sind die Flammen. Die hat seine Hämorrhoiden so brennen wie die Sau. Oh, das wäre perfektes Timing. Ich hab die Todesattacke für dich gedreht. Lass mich. Ja, Blutung hat gerade gestaggert. Ja, sehr schön. Entschuldigung, den habe ich mir aus Versehen geholt. Alles gut, macht gar keinen Schaden. Hast ich habe bis jetzt noch nichts verloren. Ich mache 997. Mit R2. Oh, Blutung hat wieder gestaggert. Sauber. Oh, das war gut. Passt da. Ich mach richtig guten Damage. Also wenn Blutung reingeht, macht das richtig Schaden, ja. Aber sonst, ein normaler Schlag macht weitaus weniger als von meinem Boden. Ey. Oh, krass, ich hab gedacht, der kriegt dich an. Dumme Sau, die Blöde. Oh, Mist. Oh, hör auf mit deinem Scheiß da.
Ich bin wieder zu meinem Moonray gewechselt, das bringt nichts dafür. Hast du auch sowieso ein bisschen mehr Range. Naja. Ich mach halt mit dem R2 997, das ist schon guten Damage, ey. Rung R2 oder normal? Normal R2. Ich habe auch extra in meiner Arznei noch sowas reingemischt, dass R2 stärker macht. Vorsicht! Ja, oh, genau rein. Er wird jetzt rollen, ne? Es wird jetzt gerollt. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann, ne? Außer vielleicht doch, zwischen. Du kannst ihn so in so eine Säule locken. Spannend. Perfekt. Oh nein. Er rollt wieder. Er macht direkt wieder, der Bastard. Ja, ich bin tot. Fetzack. Ist das ein Fetzack? Damit hab ich nicht gewählt. Aber die Strat, die war's. Du mit dem Moon Whale und ich halt mit dem R2. War das denn total nicht mal reingemacht? Boah, oh, Alter! Gib mir halt keine Luft zum Atmen! Ich ersticke! Wo ist die Luft? Ich kann nicht mehr atmen! Steht da jetzt eine 8 oder nicht? Da ändert sich gar nichts. Ich kann dir das sofort sagen, gerne. Ich habe mir folgende Arznei reingemacht. Ich habe hier einmal die gesprungene Stachelträne. Und das ist die verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Und ich habe die Stärkeknoten-Kristallträne. Kurzzeitiger Stärkeschub. Das ist halt für mich gut, weil meine Waffen skalieren ja mit Stärke. Ach so, nein, ich meinte jetzt Talismane. Welche Talismane wir noch holen könnten vielleicht? Ah, Talismane weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht so doll, aber Zauber zum Buffen. Flamme gibt mir Kraft. Die müsste in Kaelid sein und zwar... Ich weiß gar nicht, ob wir da... Flamme gibt mir Kraft, bringt glaube ich nicht so viel. Ey. Ah, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, mit hat sich das lohnt. Also ich habe die Buffs ein paar Mal versucht, auch im DLC. Also ich glaube, mit das uns viel bringt. Ich glaube, Talisman und das, die bringt weitaus mehr. Ja, Talismane kann ich ja leider nicht sagen. Boah. Welche gut, dass ich kein Vertriebler bin. Also viel reden könnte ich nicht auf der Arbeit jetzt. Ja, ich habe Talismane. Ich kann ja sagen, was ich mit meinem PS5-Account spiele. Ne? Das ist einmal Jubel des Todes. Das ist jetzt der verrottete Schwert. Ah, für mich wird es vielleicht noch Sinn machen, kurz nach Schloss Sturmschleier zu gehen, tatsächlich. Ja. Da kann ich den, ich weiß nicht, wie der heißt, der die Sprungangriffe verstärkt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, R2 macht ja gerade sowieso mehr Sinn. Ja, das stimmt. Also von daher, ich glaube, ich bin mit dem, was ich jetzt gerade drin habe, eh besser. Und ansonsten kenne ich nicht viele Talismane von Elden Ring. Höchstens noch so ein Drachenschild-Talisman oder so. Die würden noch was bringen. Klauen-Talisman heißt der. Richtig, ja. Aber der würde dir halt gar nichts bringen. Du machst nie Sprung. Angriffe. Ja doch, ich habe tatsächlich jetzt eben die ganze Zeit damit angefangen, weil ich dachte, die machen mehr Haltungsdamage. Die machen auch mehr Haltungsdamage als normale Angriffe. Ich glaube auch ein bisschen weniger als R2-Angriffe. Okay. Hast du auch den Timer immer schön hochgehalten? Du meinst unseren Death Counter? Mhm. Immer. Tatsächlich. Ich hab's ein Agro. Boah, ist das ein Wichser. Der wirklich, ey, dieses verlogene, fette Stück Scheiße. So, du kleiner Sack, ne? Dieses Stück, ey, ohne Witz. Königsberger Klopse wären froh, wenn die so gefüllt wären wie du. Jetzt reicht's mir.
glaube halt auch, dass wir den öfter staggern, wenn ich R2 so durchknall. Jetzt hör auf, jetzt hör mal auf, ja. Sabex! Krass! Krass! Ich finde halt heftig, wie der den Schraden immer zur Sau scheißt, gell? Also ich hätte schon lange keinen Bock mehr mit dem zu zocken, wenn ich der wäre. Ich glaube, das hat sich so eingegroovt bei denen. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ja, also für mich ist auch zu viel. Das wäre mir jetzt viel zu anstrengend. Es fiel mir auch, um ein bisschen runterzukommen. Aber auf der anderen Seite... Oh nein! Fuck, jetzt ist mein Dings dahin. Oh! Oh ne, oh ne. Oh! Er rollt mich zu Tode, er rollt mich zu Tode. Ah! 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 Boah, es reicht jetzt. Es reicht. Guck dir den mal an. Na, ich seh's. Er rollt. Er wird einen von uns erwischen. Er hat mich erwischt. Alter, der will nochmal. Der will einfach nochmal. Nein! Krass. Krass, krass, Zabex. Okay, jetzt ist mein Mana aufgebraucht. Na fuck. Dann machen jetzt Sprungangriffe vielleicht wirklich am meisten Sinn, ne? Weil du so am meisten Distanz fahren kannst. Scheiße. Hallo Kamui an der Stelle. Ja, wir kriegen geisteskrank sogar den Arsch auf Grenzen gerade. Aber ich möchte uns da an der Stelle auch nochmal verteidigen. Wir sind hier in einem Gebiet, was noch zu weit ist. Punkt. Jetzt kämen eigentlich erst Kaelid und Siofra dran. Und wir chillen hier auf Haus Vulkan. Selbst das Altus-Plateau wäre einfacher. Und wir weigern uns, das halt auch mit Sleep-Pots zu machen. Oder machen wir mit Sleep-Pots? Ne, wir machen ohne Sleep-Pots, ne? Wir könnten auch mit Schlafen machen. Ich bin gerade überlegen, wir könnten uns die wie heißen die Linien von der... Trina? Ja. Die könnten wir uns kaufen. Ich glaube, die gibt es relativ früh irgendwo. Auf der anderen Seite... Felix ist wahr. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir eigentlich auch gerade einen guten Try gehabt. Also mit ein bisschen Glück, so vor allem... Wir können noch mal rein. Vor allem so mit dem Rollen so. Rock'n'Rollen. Warte, ich guck mal gerade. Warte noch. Ja. Ja. Ich wiederhole sehr gerne. Da oben. Das ist die Motivation, warum wir die ganze Scheiße überhaupt hier machen. Sonst würde ich nämlich wirklich nach Kaelid gehen. Aber da oben ist ein Dunkelschmiedestein Level 7. Und der ist gut. Na, los geht's. Die eiserne Jungfrau ist getriggert. Hilfe. Niemand will, dass die eiserne Jungfrau plötzlich aktiv wird. So, was können wir besser machen? Eigentlich... Können wir es schon beide relativ clean spielen, ohne dass der uns in der ersten Phase böse Damage macht? Ja. Wir müssen nur das Rollen. Also weit spielen können wir halt noch mit Sprungangriffen arbeiten, weil wenn ich nachher alleine bin, dann muss ich aufpassen, dann muss ich am besten meinen Nahkampf behalten. Also am besten mache ich die Sprungangriffe jetzt und später mit meinem Mana. Ja, das ist gut, weil ich versuche dann immer mit meinen normalen R2-Angriffen hier, ich mach halt richtig dicken Damage, ne? 1100. Meinst du, ein Sprungangriff mit normaler Attacke ist genauso gut wie einer mit schwerem Angriff? Nee, ich glaube tatsächlich mit schwerem Angriff ist besser.
Oh, Bastard. Boah, ich hab den gerade noch geswaggert. Wieso, Kamui? Wir sind doch auf dich eingegangen. Also ich sehe gerade den Chat tatsächlich, stimmt, weil ich war eben auf der Karte, was ich geguckt habe. Ja, aber ich bin ja auf ihn eingegangen. Jetzt noch schnell. Ah, shit. Ja, sind wir echt. Fuck. Ich habe noch 5 Tränke, der fängt aber jetzt an mit Rock'n'Roll. Oh, oh, nein! Ich hab gedacht, er kommt durch die schmale Ecke nicht durch. Hallo Manuel, was geht bei dir? Er wird wieder rollen. Er rollt schon wieder, er rollt schon wieder vor. Was ist das, eine fette Sau, wirklich? Nein. Penner, ey. Boah, ja, ey, genau. Wirklich. Achtung, Achtung, Sumo-Ring. Ja, 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 alles gut. Alter, jetzt nicht gehauen, der Idiot. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mehr Sprungangriffe. Ich glaube, mit den schweren Angriffen kann ich in Phase 2 vergessen. Der ist 10-mal aktiver. Er rollt wieder, er rollt wieder. Ah, ne. Es war der Sumo-Ringer. Achtung, Achtung, Feuer um ihn herum. Ja, 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 ja. Und er rollt, Bastard. Da, ich versuch's auf mich zu rollen. Oh nein, wieso denn immer? Alter, ist das ein Penner, ey. Weil, du hast wahrscheinlich weniger Tränke als ich, oder? Du würdest nämlich jetzt schon 2-mal... Ich hab jetzt keine mehr. Ja. Ich versuch mehr Aggro zu holen jetzt. Ich geh halt immer hin und mach meine Leben voll, weil dann hole ich mehr Schaden, dann mache ich mehr Schaden. Ja, ja. Versteh ich. Schön gerollt. Schön. Ach komm! Ich habe jetzt auch keine mehr. Aber der hüpft immer einen Schritt nach vorne. Ich fasse nicht. Jetzt habe ich 4 Schläge vorbeigesetzt, weil er immer einen Schritt nach vorne gegangen ist. Ey, du zickerst den nicht mehr, ne? Ich komme nicht weg. Ah, krass, Alter. Krass. Ich bin in ihm drin. Ich habe alles gesehen, was ich nicht sehen wollte. Wieso wird der nicht mehr gestaggert, der Penner? Der wird gar nicht mehr gestaggert. Oh ja, ich brauch das, ich brauch das. Boah, jetzt habe ich mich wieder full life. Oder ein bisschen mehr als full life. Boah, krass. Ja, ist alles vorbei. Oh, no way. Gottgamer. Gottgamer, Sven. Geil. Bleib da, bleib genau da. Der bewegt sich keinen Millimeter. Sehr schön. Oh, boah, geisteskrank. Dieser Penner durch die Ecke. Durch. Nein, der hat durch den Tropfen geworfen. Oh, verdammt, Alter. Oh, ey, Manuel, freut mich, dass dir das Video gefallen hat. Ich hab im Hinterkopf gehabt, dass du sogar nach einem Short mit dir gefragt hattest. Du musst dich hinsetzen kurz bitte, ich bin nämlich einfach nicht da. Ach so, wir sind zu zeitgleich gestorben. Wir müssen uns eh kurz hinsetzen wegen dem Buff, ja. Immer, ja. Aber freut mich, dass es dir gefällt. Ich hatte eigentlich, also ich habe, um meinen Cutter-Vorgang heute zu schildern, ich habe 3 Clips gemacht, die waren alle knapp eine Minute lang. Ich habe versucht, aus den 3 ein Video zu machen. Hat nicht geklappt, kommt noch ein 2. Teil. Hast du dir verdient. Dein Lachflash war aber auch einfach zu sympathisch. So. Leveln würde jetzt gar nichts bringen, ne? Ich habe jetzt gerade noch eine dumme Idee, ist mir eigentlich ist es Kappes, aber ich mache trotzdem. Ja. Das siehst du, wenn wir drin sind. Okay.
Du hast ein anderes Schwert. Ist das zum Einschläfern? Nee, das ist mein Dolch. Das ist mein Dolch. Ah, zum so für goldene Schuhe. Genau. Ja, ja. I am familiar with that strategy, you know. Oh, schöner Parcours da bei dir. So, machst du Fernkampf gerade? Ja. Ich würde gerade sagen, das hört sich aber nicht wie ein Schwertler an. Oh, Jesus, ja. Das war, hat doch einen Schaden gemacht, ey. Oh, fette Sau. Diese fette Sau hier, die ruhen wohl nicht mehr, auch wenn es null sind. Nein. Oh, krass. Don't throw the fireball. Wie kann man so sympathisch auch sein, ne? Ey, sag mal. Leute. Der ist gleich Phase 2, ne? Der ist Phase 2, ne? Boah, der Rock'n'Roller. Hab ihn! Boah, das war so dumm! Von mir. Ey, ohne Witz, er lässt einem auch hier keine Ruhe, ne? Der ist plötzlich ein ganz anderes Stück. Haas. Alles gut, Schatz? Bist du der Pokémon im Spiel? Hilfe! Hilfe! Sehr gut, Schatz. Oh nein, er wollte direkt mit. Nein, er macht einen dicken Schritt. Stempas ist aber nicht gestorben. Stempas carried den jetzt bis zum Schluss. Ja, Manuel, ich hab vor die Runde mit dir. Also. Wahrscheinlich sogar beide hochzuladen. Die zweite nur so stückweise, weil da der Plot vom Kopfkissenklopper dabei ist. Guck dir diesen unsympathischen fetten Mistkerl an. Boah, ich hasse es. Das ist die einzige Attacke, die den so schwer macht. Ich schwöre dir das. Guck, den Rest dodgst du wie ein Weltmeister. Selbst das ist schwach. Bei mir steht er hier in der Ecke. Ich habe jetzt eine Anzeige gebackt. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn der nicht diese scheiß Rollattacke hätte, ich schwöre dir, wir hätten den schon. Wir hätten den einfach schon.
Gibt es irgendeine Stärkewaffe, die... Meine Frau wird richtig gut im Pokémon, ne? Ja, weißt du, was ich am Überlegen bin? Ich, Moment, ich gehe mal gerade was gucken. Oh, ich könnte ein Uchigatana spielen, ne? I'm going to look for something. Please wait. Ja. Hier jetzt für Scheiß. Ja, okay. Also, hier ist keine Waffe, die irgendwie der goldenen Hellebarde irgendeine Konkurrenz macht, auf jeden Fall mal. Okay, was ist der Plan, Meister? Na, der Plan ist fehlgeschlagen. Ich war mir jetzt mal eine neue Waffe holen. Ja. Godric's Axt. Ja, die Sache ist nur die, ich habe nicht genug Stärke dafür. Dann drop die mir auf 34. Ah, wobei, das bringt. Also ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, meine Axt ist trotzdem stärker. Ja. Bei dir, aber bei mir halt nicht. Ah, ich verstehe. Wie viel Stärke hast du denn? Ich habe... Ich habe tatsächlich 23. Nur. 32. Und du brauchst 34 für die da. Ach, okay, crazy. Ja, okay, aber zweihändig könnte ich die nehmen. Kannst du die nicht auch zweihändig nehmen? Ja, kann ich, aber das bringt mir nichts. Reicht nicht. Ich habe immer noch ein rotes X. Okay, krass. Pass auf, ich droppe dir die. Ah, ne, bei dir bringt nichts. Du bist ja stärker. Du hast ja. Deine Waffe ist ja aufgelevelt. Die ist plus 6, ja. Aber die Idee gefällt mir. Auch direkt, dass du Godric's Axt holen warst, gefällt mir. Wir hätten auch die Seele von Godric einfach fressen können, oder? Hätten wir auch, ja. Was meinst du, wie viele Runen das gebracht hätte? Ich hätte tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Siehst du mal. Ich habe uns fast umgebracht. Ich habe mich fast umgebracht. So wie ich eben. Ja. Ich stand genau hier zwischen. Wo bist denn du gerade? Bist du noch in der Kirche? Ja, ich komme jetzt, warte. Was geht in deinem Kopf vor? Lass mich teilhaben. Ja, ich mache jetzt mal dasselbe, wie ich beim, wie heißt denn noch hier? Kriechende Echse Arschloch. Magma-Lindwurm. Aber ist dein Moonway ja, da habe ich einfach ein... Plus 6? Da habe ich ein schwereres, Schwert mitgeholt, um öfters zu staggern. Ja. Aber ist denn. Tatsächlich was gebracht hat damals. Ist dein Moonwell nicht auch plus 6? Also der Damage, den du machst, der ist wahrscheinlich erheblich. Geht. Das ist tatsächlich nicht so viel, weil der halt gegen Magisch nicht so stark ist. Ziemlich stark ist. Ah, okay, ich verstehe. Das war ein Arschloch, ey. Sonders gleich. Dreht sich immer genau im richtigen Moment um. Ja, ja, fuck. Oh, ich bin jetzt schon fast tot. Ich hab nur noch einen Ball gegen sie. Sau. Sehr schöner Stagger. Das ist halt der Vorteil von dem Schwert hier. Das staggert halt viel eher als das Moonway. Schuh. Der einzige Vorteil. Nice. Ich hab mal gerade gebacksteppt, da hab ich mir den Trank gespart für Phase 2. Alles gut, alles gut. Ich hab den Fokus. Boah, jetzt nimm er natürlich. Du bist ein Idiot. Nice. Okay,
Okay, er hat wieder Feuer um sich rum. Okay, wir sind am Start, wir sind am Start. Ah, shit, die hab ich nicht gesehen, ey. Ich weiß gar nicht, was hab ich denn hier für eine Dings denn? Ah! Krass. Das hab ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Kriegsasche? Hast du auch das Assassin? Boah, big. Guter Damage, geil. Das ist, wenn der gestaggert wird, besser als ein Crit. Ja, glaube ich auch. Hau rein. Ja, zu spät. Ich bin tot. Oh, krass. Oh. Der ist safe. Bitte, nein! Er hat seine zweite Phase übersprungen, weil wir den da gekrittet haben. No way. Echt? Mhm. Guck mal, wenig Leben denn noch hat. Hast du schon mal heulen sehen? Ah, jetzt hat er gemacht. Er ist noch nicht gewollt. Ah, shit. Shit. Wir haben in seinem Move, wo er so sich auflädt, haben wir ihn gestaggert. Geil. Ja. Hat er dieses Rollen, macht er nicht. Krass. Das ist ja witzig. So, Manuel, wie es mir geht? Gut eigentlich. Ich habe mir zwar meinen Fuß kaputt gelaufen am Samstag habe ich ihn kaputt gelaufen. Aber der verheilt ganz gut, weil ich laufe am Samstag einen Megamarsch, 50 Kilometer, mit meinem Bruder. Der ist tatsächlich, also man kann jetzt offiziell sagen, mein Bruder hat einen Dachschaden. Der hat sich jetzt für den, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich nenne es jetzt mal gehirnlosen Marsch, in Köln angemeldet, 171 Kilometer. Hiking with Chris B. Könnt ihr auch gerne auf Instagram suchen, der Typ ist geistesgestört. Ja, mit dem laufe ich auf jeden Fall 50 Kilometer am Samstag. 171 Kilometer. Wie lange soll man da brauchen, dann zu Fuß gehen? 60 Stunden. Also mehrere Tage, logischerweise. Ja. Was ich schon gedacht habe. Na ja, gut, wir haben, ich glaube, beim 50 Kilometer Marsch haben wir so 50 Stunden. Das ist schon wieder Rotze. Jetzt siehst du wieder nichts, was er macht. Ja. Ich werde sterben. Boah. Ultra wichtig. Boah, ist das geil, wir haben mit dem Ping-Pong gespielt. Ja, so ist gut. Mach halt nicht so viel Damage, aber... Staggern den halt ziemlich oft. Oh ja, Baby. Ah, fuck, sorry. Alles gut. Oh nein, jetzt hätten wir staggern müssen. Nee, ich hab noch einen schweren Angriff gemacht. Du jetzt, Holder. Nee, tut er nicht. Jetzt, Holder. Oh, gesteckert, ich hab ihn geschafft, jawohl. Oh, Jesus. Nein! Mann! Wollen gerade das Steckern, hat nicht gereicht. Oh, Scheiße.
Quadrat. Kamui, ich wünsche dir eine gesegnete gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir kamen halt auch sehr spontan und recht spät sogar erst online. Alter. Nein! Tot. Schade. Es wäre so geil gewesen, hätte sie ihn jetzt gesolot. Problem ist halt eigentlich, ich kann dem halt eigentlich allem ausweichen, wenn ich die Zeit dafür habe, ne? Naja. Zwischendurch ist halt kacke, wenn du irgendwo gegenrollst oder sowas. Aber ich wechsle wieder meine Waffe, dass da ist. Das bringt nichts. Nee, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie oft du den mehr gestaggert hast als vorher. Auf jeden Fall hast du halt auch nur ein Viertel von deinem Damage gemacht. Das ist das Problem, ja. Ja. Aber wenn wir jetzt überlegen, das mit dem Staggern ist es aber auf jeden Fall. Also ich muss auf jeden Fall mit meinem R2 gut reinkloppen. Und wenn wir dann beide relativ nah bei dem sind und vor allem ich mich dann nicht so oft unnötig von ihm treffen lasse, dann haben wir ihn. Mhm. Dann haben wir ihn. Ja. 100%. Schön gesagt. Das war der Kampfschrei. Okay, Chat. Ich glaub an uns. Oh, ich wollte dazu auch noch kurz was sagen. Ja. Haben wir es gehört? Ich wollte es nur gesagt haben. Jo. Ah, das ist aber. Ich fühle mich wirklich wie zurück beim Magma-Lindwurm, ne? Ja, das ist wirklich so. Mal wieder zu früh in ein Gebiet gehen, wo wir eigentlich nicht hin sollen. So, für den Disrespect habe ich jetzt noch meine Runen eingesammelt. Ja, schön. Ah, eins zu früh. Na, shit. Ich werde jetzt auch kurz zu free. Kurz angestochen hat, diese fette Mistsau, ne? Oh, boah, yo, durch zwei Säulen durch, oder was? Wir haben jetzt. Er ist soweit. Boah, geil. Jetzt wieder rollen. Ne. Ne. Das ist die Fettwulst. Dachte ich, bist du gut gelaunt, weil du so gut im Pokémon bist, oder was? Bin ich grad so raus. Warte. So, und jetzt schön da ins Arschloch rein, ne? Ins Arschli. Na, ich hasse diese Attacke. Sorry.
hätte lieber nochmal seinen Planschbeckensprung machen sollen. Ja klar, wir rollen so lange, bis Stampers kein Leben mehr hat, ey. Du kannst den einfach nicht staggern, ey. Wie oft musst du den noch treffen? Ja, das ist scheiße. Crazy. Ja. Das! War aber so eine geile Runde am Anfang. Ich hab gedacht, ey, noch 5 Sekunden und der ist tot, ey. Ey, und dann hat er mich gestorben. In einer Kombi wirklich komplett weggeduldet. Ja. Ey, geisteskrank. So. Mich stört es halt auch am meisten, dass ich da gestorben bin, weil ich genau das Gleiche gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist es. Ja. Das ist auch die Strat. Ich darf da halt nur nicht sterben. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich glaube, ich muss mich auch immer direkt voll heilen, damit ich auch Maximum aus dem Ritualschwert-Talisman rausholen kann. Komm, wir gucken jetzt mal. Wir gehen jetzt. Mit der gleichen Strat rein. Ja, ich meine, du siehst ja den roten Schimmer um uns beide. Das kommt ja von dem Talisman. Ja. Ich glaube, das ist ein Unterschied von echt ein paar guten Prozentpunkten, die ich dann mache. Ja, ich denke auch. So. Rein da. Zu Fatty Mac Fat Cats Burger Restaurant. What? Lol. Ich hab keine Ahnung, was das war. Also ich muss einfach schnell sterben lassen, dass wir direkt einen neuen Try haben. Kannst du machen, wenn du willst, ja. Ich sag dir, ich glaube, alleine ist es so schwer. Gut. Das war jetzt tatsächlich mehr oder weniger gar nicht gespielt. Ist das krass. Hallo, kann ich mich jetzt nicht mehr in die Gnade setzen? Oh. Wir wurden invaded, Mann, nicht schon wieder. Das hatten wir ja noch nie hier. Doch, hatten wir schon. Aber noch nicht, als ich dabei war. Doch. Boah, ist das ein Bastard, Alter. Nee, den Tod, den werde ich jetzt nicht dazu holen. So ein dummer, kleinschwänziger Penner. Der meint, er müsste komplett overpowered mit komischen Teufelsflügeln auf dem Rücken zu Leuten in die Welt gehen, die gerade ganz andere Probleme haben, als sich mit so einem Loser da abzufertigen, ey. Wirklich. Ich verstehe aber nicht. Normalerweise sollte das doch hier im Seamless Co-op gar nicht gehen. Doch, das geht. Es gibt sogar in der INI, siehst du eine Einstellung, dass du es ein- und oder ausstellen kannst. Ich trage es jetzt trotzdem ein. Aber... Der Typ sollte sich mal Gedanken machen, was für Hobbys der in seinem Leben hat. Was? Weil eins ist klar, Gras anfassen gehört nicht dazu, ey. So komischen Drachenflügeln da auf dem Rücken. Ich hab die getötet. Oh, ich bin so ein Godgamer. Ich war 600 Level drüber, aber das ist ja vollkommen egal. Meinst du, die Invader sind auch 100% stärker? Keine Ahnung. Komm hier mal rein. Bist du schon vor der Tür oder wo bist du? Nee, ich geh jetzt gerade los. Ich stehe nämlich vor der Tür. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich habe mich die ganze Zeit beim Laufen aufgeregt. Na, ich buff mich. Da.
Okay, jetzt hat er die Flammen umgeschlagen. Aber das macht schon viel aus mit dem Talisman, der mit dem vollen Leben hat. Naja, safe. Normal mache ich 500, jetzt mache ich... Oh. Ich mache 900. Jetzt mache ich 750. Je nachdem, wie der mich hier getroffen hat. Oh, das hat mich mal noch. Phase 2. Ah, ich hab gedacht, ich werde das stackern. Fuck. Oh, mir ist gerade zum ersten Mal was aufgefallen. Was denn? Der zieht dir dein Mana ab, wenn du den in der Phase da, wenn der dich trifft. Ach, crazy. Ich glaube, ich hab da mit dem Dodgen von seinem Leben mittlerweile ein bisschen raus. Der hat dich aber auch deutlich öfter gefokust als mich. Das, in dem Dreckszustand, den er da hat. Ja, tot. Ja, ich hasse diese Attacke. Der kann so leicht ausweichen, nur das Problem ist, wenn die erste nicht trifft, trifft die zweite. Hinter den Altar? Ich hab keine Ahnung. Oh komm, Alter, ich hasse diese Rolle. Eine Sushi-Rolle. Es war wieder so ein guter Try. Das ist ja gerade das Schlimme. Ja, das stimmt. So, direkt hinsetzen wegen dem Debuff. Ja. Boah, es war so eine gute Runde. Er hat halt diese Oko-Attacke und das Rollen. Wenn wir da jetzt einen guten Try erwischen, dann haben wir ihn. Weil wir können den jetzt. Warum laufe ich schneller als du? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich schwerer bin. Hast du mittlere Last oder leichte Last? Mittlere. Ja, ich auch. Keine Ahnung. Aber ich kurz nicht gesprintet bin eben. Aber jetzt war ich ja gleich schnell. So, tritt drauf, Ernie. Der Typ wird jetzt so nass gemacht, ey. Schwöre dir. Einmal diesen Feuerring um sich. Das habe ich schon nie gesehen, so. Oh nein, fuck. Oh nein! Alter, ich krieg seinen Fokus noch nicht. Sehr schön. Ich bin einfach so in der Phase 2 gedodged. Oh no. Du musst dem entgegenlaufen und reinrollen, ne? Ne, ne. Ich bin den gerade dreimal gedodged. Ja, ich auch. Boah, und ein Stagger, ey, geil. Oh ja, voll. Genau richtig gestaggert, ey. Oh, nicht getroffen wegen der Wand. Fuck. Aber die Wand hat mir gerade meinen Arsch gerettet. Oh nein.
kein Mana mehr. Der hat jetzt gesnackert, du Bastard. Nein. Ich hab noch 4 Tränke. Lauf dem einfach so weg. Ich laufe einfach enger als deine Kurve. Oh, das war jetzt asozial. Er macht's wieder. Ach nee, er macht den Sumo-Jump. Ja! Jawoll, du kleiner Hurensohn, du dreckiger kleiner Hurensohn, du kleiner verschissener kleiner Wichser. Und jetzt kannst du zurück zu Meckes gehen, ne? Zu Brigitte, deiner altbekannten Lieblingsbedienung, ne? Bei der du mal schön nach Feierabend immer schön auf den Möpsen zum Ausheulen drauf liegen kannst und sagst, Brigitte, die haben wir schon wieder aufs Maul gehauen. Isst dir 6 von deinen dreckigen, fetten Big Macs rein, ne? Und dann sagt die Brigitte, du Fatty Mac, fett, die sind schon seit letzter Woche abgelaufen. Ja, lass es dir schmecken, du fetter Wichser. Entschuldigung. Ist okay, Zabex, ist kein Problem. Ja, Entschuldigung. Berg in die Schicklichkeit weiß sein. Aber ey, war improvisiert.